Okay Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Smite, heute auch wieder mit der League of Legends Musik und ja, ich habe echt lange nicht mehr gespielt, das letzte Mal irgendwie Anfang Januar oder so, da habe ich mal ein paar Streams gemacht, aber ja, jetzt dachte ich mir, dass ich auch hier mal wieder was machen muss und ja, ich gehe erstmal in den Shop, da ist nämlich irgendwas neu gewesen, da kann ich irgendwas einfordern jetzt hier, Smite Gunst, okay, da habe ich auch vorhin schon noch was bekommen, ich weiß nicht genau, Juwelen kann ich mir kaufen, ja gut, das lassen wir mal lieber. Und, ja, dann hoffe ich, dass ich ja mit Escape rauskomme, ja. Kampf um den Olymp ist auch neu. Ich gucke hier erstmal hier. Würfeln, okay. Soll ich jetzt hier irgendwas machen? Aber das kostet mir zu viel. Ich habe auch nur 100 von den Dingern. Und das kostet schon wieder so viel. Ja, egal. Ich gehe erstmal auf Spielen. Was machen wir mal? Ah, hier stehen noch direkt die Wartezeiten. Stimmt, das hatten sie ja geändert. Das finde ich ganz gut. Ich würde sagen, von Anfang machen wir erstmal Normal, ne? Die letzte Folge war ja vom, boah, ich weiß gar nicht, ich glaube aufgenommen im März 2018 und die kam dann irgendwann im Mai oder so und ja, da ja hatte ich ja auch mein erstes Normal Game und jetzt wird es eben mal wieder Zeit für das nächste, ne? Es ist sozusagen jetzt das zweite, ne, obwohl, ne, dazwischen hatte ich ja auch ein paar Spiele und ja, stimmt, in den Streams hat es so geleckt, ich weiß nicht warum, irgendwie war das richtig schlimm und ich hoffe, dass das jetzt mal geht, dass es nicht so extrem leckt, weil das war schon krass. Und ja, ich weiß nicht, irgendwie bin ich total verwirrt hier gerade, ne? Ich habe gerade noch die Folge League of Legends aufgenommen, die neulich kam. Und ja, gerade, keine Ahnung, ey, das ist schon wieder so viel hier auf einmal. Aber egal, ich mache das jetzt noch, ne? Eine Folge Smite. Und ja, weil ich muss langsam durchziehen hier mit Vorproduktion oder mit überhaupt mal aufnehmen. Denn ja, ich hänge ein bisschen nach mit den Videos, ne? Ich weiß nicht, das hat sich irgendwie so ergeben. Ich hatte nie Lust gehabt, irgendwie. Und ja, ich weiß nicht, Smite habe ich eben dann immer vor mir hergeschoben zum Beispiel. Und ja, generell hatte ich auch nicht so viel Zeit zum Aufnehmen. Also daran lag es ja auch, dass ich echt, ja, nicht dazu gekommen bin irgendwie, ne? Ich weiß nicht, also ich hätte gerne irgendwie mehr aufgenommen zwischendurch. Aber ich habe dann eben lieber immer Let's Play gemacht oder irgendwelche anderen Sachen, die eben doch schneller gingen. Oder die ich eben auch eher brauchte als Video, ne? Ja, keine Ahnung. Also irgendwie so, letztes Jahr um die Zeit hatte ich ja viel vorproduziert und so. Und da war ich echt gut dabei so, ne? Und war jetzt nicht so mal knapp dabei etc. Auch mit den Rätselfolgen, was da in letzter Zeit so war. Da bin ich ja doch immer, ja, schon ziemlich aktuell, aber oft auch unfreiwillig. Und ja, ich weiß nicht, also ich finde das ein bisschen unausgeglichen, weil mit manchen Videos bin ich immer noch 3 Monate im Voraus oder so, oder 5, keine Ahnung, und mit manchen bin ich so 2 Wochen im Voraus oder eine, und das halt auch sehr, ja, weiß ich nicht, auseinander so. Ich hätte, mir wäre es irgendwie lieber, wenn so alle Videos zum Beispiel ca. 2 Monate im Voraus wären, das wäre eigentlich das Beste, oder 3, so ein Jahr muss es ja auch nicht sein, das finde ich auch übertrieben. Aber ich hätte gern immer so einen Puffer, damit man auch einfach nicht immer so einen Stress hat, ne? Gerade wenn Prüfungszeit ist oder sonst was, ist es manchmal ein bisschen nervig, da noch so viel aufzunehmen und so. Naja, deswegen versuche ich das jetzt auch noch zu machen. Noch sind die Prüfungen ein bisschen hin, 3 Wochen, naja. Und ja, da kann ich vielleicht noch ein bisschen jetzt die Zeit nutzen zum Aufnehmen. Aber bald werde ich schon auch viel lernen müssen. Und da geht das nicht mehr so leicht, ne? Na, mal gucken. Jetzt erstmal so das zum Update quasi, ne? Ist ja doch wieder ein sehr aktuelles Video hier, da kann man ja ein bisschen was erzählen. Ja, ich hoffe, dass ich das mit den Oldschool-Monaten und so alles hinkriege. Und dann gucken wir mal. Ja, nach 5 Monaten hier wieder im Spiel, ich weiß nicht, was abgeht. Ne, es waren sogar knapp 6 Monate. Ach du Scheiße, ey. Da bin ich schon wieder komplett raus. Hier musste man irgendwie skillen, ne? Mit F3, F2, F1. Ich drücke einfach mal alles. Dann wird das schon irgendwie gehen. Aber es laggt nicht mehr so. Das ist schon mal gut. Ja, und ich weiß echt nicht mehr, wo sieht man überhaupt das Level? So. Okay, hier unten steht irgendwo eine 3. Das ist wahrscheinlich das Champion-Level, also oder das Götter-Level. Obwohl ich das nicht glaube. Aber das Gesamtlevel, das wäre nochmal interessant zu wissen auch. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo man das sieht. Ja, wie gesagt, schon wieder alles vergessen, ne? Und ja,
So, jetzt muss ich mich erstmal wieder an den Nahkampf gewöhnen. Ich bin noch in League of Legends so ein bisschen mit Fernkampf und so. Weil ich da ja mal Ashe spiele. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ob die anderen Lust haben, da in die Mitte zu gehen. Ich glaube nicht so, wie es gerade aussieht. Ich habe meine Sounds übelst leise, ne? Ja, ich versuche das mal nächste Folge besser zu machen, auch bei LoL, dass die Sounds ein bisschen höher sind oder lauter, genau. Also irgendwie so LoL und Smite, die laufen für mich immer so parallel, ne? Das sind einfach so zwei Spiele, die passen so zusammen, keine Ahnung. Wie Pech und Schwefel irgendwie. Weil sie von der Game-Mechanik halt ähnlich sind. Aber ich muss auch sagen, Paladins ist auch ein bisschen ähnlich. Obwohl Paladins auch nochmal ganz andere Elemente drin hat. Teilweise von Fortnite oder irgendwelchen anderen Battle Royales auch. So, naja, obwohl eigentlich nicht so sehr, aber ja, vielleicht vom Comic-Stil so ein bisschen her. Das kann man sagen. Dass es da so ein bisschen die Elemente von Fortnite hat. Aber sonst ist es da eigentlich auch sehr verschieden. Von dem Thema her und so. Und ja. So, stimmt, hier wurde immer festgehalten. Diesen Effekt kenne ich noch. Ah, shit, ey. Jetzt habe ich ja schon wieder einen tot. Naja, ich weiß nicht. Nächste Folge will ich auch nochmal ein Thema ansprechen, was auch so zu Smite passt. Mache ich aber jetzt noch nicht. Jetzt will ich mir das ja erstmal angucken noch. Und ja. Okay. Na, ich guck mal hier so ein bisschen rum. Ja, wie läuft das jetzt am besten? Soll ich die mal schlagen hier? Lieber nicht. Ach du Scheiße, ey. Ist echt verwirrend. So ein bisschen. Ich weiß nicht, also ich habe ja auch noch nie einen Kill gemacht, oder? In Smite. Ist meine Karriere genauso gelaufen wie in FIFA. Hab ich auch nie ein Tor gemacht. Und ah nee, da falle ich jetzt nicht drauf rein. Jetzt kommt hier wieder so eine Meldung, die ich theoretisch wegklicken könnte. Aber mache ich jetzt nicht, ey. In League of Legends ist ja mein Spiel deswegen abgestürzt. Und das war dann schon ein harter Tobak. Naja. Ach so, und ja, ich sollte auch mal jemanden erwähnen. Soll ich das machen hier in dem Video? Ich weiß es nicht. Mache ich vielleicht lieber am Anfang von dem Video mal. Vielleicht nächste Folge. Ja, da soll sich die Person noch gedulden. Würde ich sagen. Aber ich glaube, die Person kann sich angesprochen fühlen. Falls sie das sieht. Ja. Aber dann würde ich auch schon mal mir einen Kommentar wünschen. Ja, wenn die Person das sieht. So. Okay. Ja, dann gucken wir mal hier so ein bisschen rum. F3. Ach du Scheiße, ey, warum muss ich hier direkt in den Lavasturm gehen? Oder was auch immer das war. Weg damit. Ey, da hinten sind die wieder low, ne? Da kommt man nicht hin. Ist ja wieder klar. Aber ich glaube, bisher habe ich auch noch nie gewonnen hier, oder? In Smite. Also so auch vom Team her. Oder ich weiß es nicht mehr. Ich habe es nicht mehr im Kopf. Weil es ist jetzt schon wieder lange her und ja. Ach gut, so viele Normal Games hatte ich eh noch nicht. Also es kann gut sein, dass ich noch nicht so gewonnen habe, etc. Ja. So, 9 Minuten sind wir schon. Also bei 9 Minuten. Ja, mal gucken, wie lange die Folge geht. Die Smite- und LoL-Folgen gehen immer länger. Zumindest sind sie dafür bekannt. Ich weiß gar nicht, wie das in den Streams war. Waren die auch länger? Hab ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Müsste ich nochmal nachgucken eigentlich. Bei den Wiederholungen. Ach, ich glaube, die waren auch nicht so lang. Da hatte ich sogar mal überlegt, 2 Runden in einem Stream zu spielen, aber ich habe es nicht gemacht, glaube. Oder habe ich es einmal gemacht? Das kann auch sein. Ich weiß nicht mehr. Aber da hat es auch immer so geleckt in den Streams, ne? Da hatte ich dann immer gar keinen Bock mehr. Das weiß ich halt auch noch. Jetzt ist das ja zum Glück nicht so. Ich weiß nicht, lag das am Stream nur oder woran? Boah, ich weiß nicht mehr. Zu der Zeit hatte ich auch, glaube ich, irgendwie immer Steam-Updates und so. Und deswegen hat das immer geleckt. Das kann auch sein.
Oder Fortnite-Update, irgend so ein Scheiß. Ja. Obwohl, nee, Fortnite hatte ich da nicht installiert zu der Zeit, stimmt. Das kann nicht gewesen sein, aber Steam immer. Lol, hä? Was ist jetzt passiert? Jetzt bin ich ja einfach rausgetappt, obwohl ich nicht wollte, hä? Hat er jetzt den Mausfall woanders anerkannt? Ja, weiter geht's. Jetzt hatten wir Blackscreen hier. Ja, toll. Was war denn das jetzt? Der ist einfach rausgetappt. Ja, mein Mikro wurde ja weiter aufgezeichnet, aber Alter, was ist das? Ach, nee. Jetzt läuft's viel flüssiger als vorher. Das macht mir irgendwie manchmal Sorgen, wenn es zu flüssig läuft. Keine Ahnung. Da denke ich mir mal, irgendwas kann nicht stimmen. Mit der Festplatte oder sonst was. Keine Ahnung. Na komm, weg damit. So. Ah, er macht keinen Flächenschaden. Man muss die alle einzeln töten. Naja. So, ich gehe mal hier mich heilen. Das mache ich auch viel zu selten. So, dann muss ich echt mal öfter die Fähigkeiten benutzen. Ey, da denke ich nie dran. In League of Legends geht's, da denke ich dran so. Aber hier null. Grad. Genauso in Paladins, obwohl es da auch noch besser ist als hier. Und ja, wie man das Seite sieht, sind die Gegner schon mit am Aufholen. Ja, die gewinnen das wieder hier, wie es aussieht. So, jetzt kann ich ja mal so eine Mauer bauen. Hat es jetzt nicht so gebracht. Aber egal, Hauptsache ich habe meine Fähigkeit benutzt. Ne? Ah shit, damit hätte ich was Besseres machen können. Na, ich probiere mal die drei, die habe ich hochgeskillt. Huch, na, das war ja gar nichts. Oh Mann, ey. Jetzt werde ich ja schon mehr gekillt. Egal. 7 Minuten läuft die Runde erst. Aber davor lief es doch auch schon. Oder? Oder war das nur so eine Cooldown-Zeit vor Beginn? Ich glaube ja. Irgend so eine Schutzzeit. Keine Ahnung. Ich will mal Q und so drücken, ey. Das ist voll die Angewohnheit schon wieder. So, ne? Ah, oh, ey. Kann doch nicht sein. So. Na? Ah, zum Glück dauert das Respawn hier nicht so lange. Das ist ja in LoL auch immer schlimm, wie du da immer länger wartest. Exponentiell, ja. Obwohl, ne, linear. Aber trotzdem. Ist halt nervig. So, dann F4. Diese scheiß Vasallen oder was auch immer das sind. So, weg damit. Wird das eigentlich mal irgendwo angerechnet, wie viele Vasallen ich gekillt habe hier? Ich weiß gar nicht. Ja, dann guck ich mal. Kann ich jetzt überhaupt irgendwas benutzen? Da steht gar nichts. Nee, ich kann gerade nichts benutzen, oder? Doch. Gut. Ah, guck mal, der hat gesessen, eigentlich. Der ist schön down gegangen. Hab ich jetzt den Kill? Moment mal, das muss ich gucken. Nee, 0. Ja, aber 4A, was heißt A? Unterstützung oder was? Ja, keine Ahnung. Aber... Oder Angriff, das kann auch sein. 5. Ah ne, das bin nicht ich. Ja, moin. So, F3. F1. Oh ey, ich krieg schon mir viel zu viel Schaden. Ich sollte auch mal mehr die Tränke nutzen. Und I war ja irgendwie Shop, ne? Shit, hab ich mir gar nichts geholt. Kann man ja Autokauf holen, sich? Ups. Ja, ich vergesse sowas immer, ey. Ich weiß nicht. Ach stimmt, die Punkte müssen ja abnehmen. Lol. Ich habe erst gedacht, die müssen zunehmen da an der Seite, die... Ihr wisst schon. Naja. Ist ja noch relativ ausgeglichen. Ey. Oh. Ja, ich hole mir jetzt erstmal was im Shop. Es geht also nicht weiter. Ich hoffe, ich finde was. Hier kann ich was kaufen. Souveränität, ich hole mir jetzt einfach mal alles, ne? Kann nicht schaden. Hoffentlich. So, irgendwas noch, was ich mir leisten kann? Nee.
Okay, dann habe ich erstmal was. Und ich hoffe, es bringt mir was. So. Ah, shit, ey. Mann. Ah, die hat aber jetzt, glaube ich, geholfen, die Mauer. Zumindest ein bisschen. Oh, nee. Habe ich den jetzt gekillt? Nee. Shit. Wäre zu schön, um wahr zu sein. Ja, wo ist sie hin? Oder der? Hm. Ey, hier ist was los. Ich weiß nicht, in den Streams bin ich besser klargekommen irgendwie mit dem Spiel. Das geht jetzt schon wieder schlechter. Hm. Sind wir schon mehr bei 16 Minuten? Ah, shit. Ja, ich weiß nicht, nächste Folge habe ich nicht so viel Zeit zum Aufnehmen. Ich hoffe, da erwische ich eine schnelle Runde. Wenn es irgendwie möglich ist. So, ah, shit, ey. Na ja, gut. Dann gucken wir mal. Ah, da wird die Datei auch wieder so groß, ne, wenn ich jetzt hier so lange aufnehme. Ist natürlich auch nicht so geil. Ah ja, da werde ich schon irgendwie mit fertig. Hoffentlich. Ah, die Musik ist vorbei. Da hat man wieder die Ingame-Sounds, zumindest leise. Vielleicht kann ich die auch noch lauter stellen, ab dem Punkt, wo die Musik vorbei ist. Oder es kommt gleich ein neuer Song. Ach, shit, ey. Ja klar, kommt jetzt ein neuer Song. Hätte mich sonst auch gewundert. Weil der Media Player eigentlich auf durchgehend laufend eingestellt ist. Genau. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich mir den Punkt erreicht, wo ich mir so sage, naja, könnte auch vorbei sein jetzt, ne? Wäre irgendwie schön. Ich weiß nicht, ey, gerade so. Ah. Jetzt wird es aber wieder ganz schön laut, die Musik, muss ich sagen. Ey, warum? Ich kann irgendwie nichts machen, ne? Ich gehe nochmal zurück. Aber irgendwie flasht mich das Spiel nicht so, ich weiß nicht. So. Kann jetzt noch irgendwas kaufen. Nee, ist alles zu teuer. Ah, das hier. Ich hole mir mal das, da weiß ich, dass ich es noch nicht habe. Erstmal skillen hier. Kann ich irgendwas einsetzen? Die 4. Vielleicht. Ich glaube nicht, dass es jetzt viel gebracht hat, aber egal. Ah, shit. Ich bin 12-mal gestorben. Guckt euch mal mein Team an, ey. Ich bin da mit Abstand am meisten gestorben, ne? In Smite passiert mir das ständig, ne? In LoL ist es gar nicht mehr so schlimm. Da sterbe ich nicht so oft. Ich muss sagen, in LoL habe ich auch viel eher meine, wie nennt man das? Eine Erfolgschance. Erfolgserlebnis, genau. Und hier halt nie irgendwie. Ich weiß nicht, was man hier macht. So, ja, keine Ahnung. So. Ja, ich bin schon wieder verwirrt, maximal. Irgendwie so ein bisschen rumhüpfen mache ich manchmal, damit die Gegner verwirrt sind und nicht mehr angreifen. Das ist meine Taktik. So, dann laufen wir mal einmal hier durch am besten. Und dann hoffe ich, dass ich hier irgendwen erwische mit irgendeiner Fähigkeit. Ich versuche mal die 2. Ah, die hat, glaube ich, gesessen. Lol. Ah, die ist entwischt. Ah, ich glaube, das war jetzt der erste richtig gute Angriff. Da habe ich irgendwie jetzt Bock wieder bekommen. Wenn das so weiterlaufen würde, wäre es gut. So. So.
Ja, ich glaube, hier kriegt man auch Schaden in der Gegend. Da gehe ich mal wieder zurück. Kann ich hier eigentlich mich aufladen? Das sieht irgendwie so aus. Oh nee. Hä, wo hat der sich denn versteckt? Ach, das ist so Vieh oder was? Von den Gegnern, die einen angreifen. Oh nee. Oh, zum Glück springe ich hier die ganze Zeit. Oh nein. Oh komm, ich will jetzt noch in die Base schaffen. Ohne wieder zu sterben, ey, weil das ist schon ein bisschen belastend hier, 12, ne? Und so. Da will ich ein bisschen mich jetzt hier zurücknehmen. Ah, die Runde scheint noch ein bisschen zu gehen, immer noch, ne? Wir sind immer noch bei hier 103 Punkten. Oder 103. Ja, wir hatten jetzt gewonnen gleich. Liegen wir vorne oder die? Ich weiß nicht, wie das zu verstehen ist. Also ich habe das schon wieder vergessen halt alles. Ich glaube, die liegen vorne. Weil die haben noch mehr quasi ganz als wir. Unser Team. Ah, hier. Ich habe auch kein AOE-Ding, was mal Flächenschaden macht, so eine Fähigkeit. Ist halt auch dumm. Oh ey, nee. Komm. Bleib weg. So. Irgendwie. Ey. Alter. Oh nein. So ein Scheiß. Ach nee. 13 und 12a. Was ist ein A jetzt? Da haben die anderen auch so viel wie ich ungefähr. Also es scheint nicht so schlimm zu sein, wenn ich davon viel habe. Das ist schon mal gut. So, ich weiß nicht, ob das gegen die Viecher was bringt. Ja. Anscheinend tatsächlich. Ich glaube, man sollte es lieber gegen echte Spieler einsetzen. Das wie bei der Ulti in LoL. Irgendwie treffe ich auch immer nicht, ne? Ich schlag hier die ganze Zeit daneben. Irgendwie mache ich auch null Schaden. Ich muss mal echt einen anderen Champ nehmen. Keine Ahnung. Ich glaube, mit dem komme ich nicht mal weit. Irgendwie so Fernkampf oder so. Wo du einen Bogen hast und zielen kannst oder so. Das wäre vielleicht besser. Das ist halt dann so ähnlich wie ein LoL, ne? Alter, jetzt kommt ja schon wieder diese scheiße Nachricht, ne, ihr habt's gehört und hab die ganze Zeit schon wieder Angst, dass ich da aus Versehen so draufklicke, weil ich mit dem Pfeil irgendwie da in die Gegend komme. Also, das wird ja hier nicht angezeigt, aber der Mauspfeil ist ja eigentlich, wenn ich mich hier bewege, woanders, ne, als in der Mitte. Der wird ja kurz zumindest zur Seite bewegt und dann wird in die Mitte geportet quasi. Und deswegen kommt sowas zustande, dass ich da irgendwie draufklicke. Ja. Ich treffe den nicht mit meinem komischen Ding. Ich kann echt nur mit meinen Fähigkeiten Schaden machen. Es ist halt echt nicht so geil. Wozu habe ich dann den Knüppel? Nur gegen die Vasallen oder was? Mensch, das ist aber auch wieder eine lange Runde. Ist irgendwie anstrengend. Ich weiß nicht. So alles, was über 20 Minuten ist, finde ich anstrengend. So. Auch eigentlich drunter schon. Eigentlich so die perfekte Rundenlänge wären so 5 bis 10 Minuten, ne? Maximal. Also 10 Minuten finde ich schon lang. Keine Ahnung. Also jetzt im Allgemeinen für irgendwelche Spiele so. Was für mich angenehm ist. Sind halt 20 Minuten nicht mehr angenehm. Ja. 16, ey, oh Mann. Ah, es ist gleich vorbei. 3 gegen 46. Ja, ich meine, es hat sich rauskristallisiert. Wir werden wieder verlieren. Ah, der Abstand war immer ungefähr gleich, ne? Zu denen. Ich weiß nicht. Ja, was soll ich jetzt noch groß machen, ne? Kann ich jetzt hier noch eine Mauer bauen? Wow. Jetzt habe ich wieder irgendwie Leben dazugekriegt. Kann ja nochmal in die Base gehen, aber jetzt sehe ich ja wieder nicht die Leben, die Dinger. Ja, das davor steht hier.
Das Fenster mit Gold. Das hat mich damals schon mal genervt an Smite. Aber warte mal, jetzt haben wir 19? Denkst du, wir haben noch eine Chance? Nee, safe nicht. Ich meine, ich bin jetzt vorsichtiger, aber ja. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Hab nochmal irgendwas jetzt hier angewendet. Ja, das war's. Verloren, oder? Ja, Niederlage. Egal, dann sehen wir uns im nächsten Video, ne? 25 Minuten reicht jetzt auch, würde ich sagen. Und ja, länger als die Läufe, hätte ich nicht gedacht. Okay. Ja, dann bis später. Tschüss.